Die Reimanns denken über eine Rückkehr nach Deutschland nach, eine Sache steht dabei auf jeden Fall schon fest. Die Reimanns haben sich auf der Insel Hawaii ihr Traumhaus gebaut und fühlen sich dort nun schon seit mehreren Jahren pudelwohl. Dennoch denken die beiden auch immer wieder gerne an ihre Anfänge in Deutschland zurück. Die Reimanns sind zurück in Deutschland. Deswegen statten sie der alten Heimat auch immer mal wieder einen Besuch ab. Eigentlich sind Conny und Manuela mindestens einmal im Jahr dort, doch mittlerweile liegt der letzte Urlaub in Deutschland aufgrund der Corona-Pandemie schon 2 Jahre zurück. Von Sehnsucht nach dem früheren Zuhause ist allerdings nicht so viel zu spüren. Ich muss sagen, in den 2 Jahren habe ich auch viel hier geschafft. Ganz so schlimm ist das nicht, gesteht Conny. Die Vorfreude auf die Rückkehr nach Hamburg ist aber dennoch groß. Das Paar nutzt den Trip nicht nur, um ihren Cadillac zu verkaufen, sondern wollen unter anderem auch die Kieler Woche besichtigen. Erst einmal geht es aber in Connys alte Heimat Hamburg, wo besonders Manu ins Schwärmen gerät. Für die Reimanns kommt nur Hamburg in Frage. Ich finde Hamburg wunderschön und faszinierend, so die Auswanderin. Wenn sie Deutschland einen Besuch abstatten, dann sei ein Trip nach Hamburg Pflicht. Das sieht auch Conny so. Doch wäre auch ein dauerhafter Umzug nach Hamburg denkbar? Wir sagen immer, sollten wir jemals wieder zurück nach Deutschland gehen, dann würde nur Hamburg in Frage kommen, stellt die Blondine klar. Aber, wieder in Deutschland zu leben, ist für die beiden momentan undenkbar. Verständlich, schließlich haben sich die Reimanns auf Hawaii ihren absoluten Traum erfüllt.